Hi, ihr Sweeties. Ich habe gerade einen Ball zwischen meinen Beinen und da hinten sitzt Daniel am Essen. Essen muss man. Was essen muss man, sagt Oma Inge. Der sitzt im Produktionsstudio da hinten. Und ich wollte nur kurz sagen, das Feedback, was jetzt hier gleich kommt, das ist halt jetzt schon 1-2 Monate alt. Das ist nicht mehr das Alleraktuellste. Keine Ahnung. Guckt es euch halt trotzdem an. Ist bestimmt ganz toll. Ich glaube, das war am Anfang so ein bisschen, da war irgendwie so ein bisschen dicke Luft im Raum, weil Kalle rumgefurzt hat oder so. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas war da. Aber nach hinten raus wurde das ein richtig informatives Ding. Es wurde ganz toll. Und das wird dann hier gleich fertig gemacht. Und was wollte ich sagen? Ach ja, und jetzt habt ihr bestimmt ganz viele tolle Fragen, wie es jetzt weitergeht und so. Und die könnt ihr ja jetzt hier stellen. Dann machen wir dann die Tage ein aktuelles Feedback oder beantworten wir alle Fragen ausführlichst, auf die ihr Bock habt. Und ja, viel Spaß und so. Das klingt scheiße, das nicht machen. Ja, okay. Aber ihr könnt ruhig Fragen stellen, wir beantworten die aber nicht. Ja, gucken wir mal essen. Ja. Ich komme mit meinem Finger da rein. Yummy. Yummy. Ja. Okay, Film ab. Alles Gute zum Geburtstag, Alter! Alles Gute zum Geburtstag! Ja, das Video kommt dann erst in 3 Monaten hoch! Nein, das stimmt nicht! Geht auf jeden Fall nochmal ein Applaus an Robin Hood. Kann ich kurz einspringen, gibt's für den Kuchen im Backtutorial? Und damit hallo und herzlich willkommen! Na, es war vor einem Jahr, da hatte Dion Geburtstag, da haben wir das letzte Feedback aufgenommen. Hey, Dion, ist heute nicht schon wieder dein Geburtstag? Welch ein Zufall! Was? Das ist richtig. Ein Jahr später. Wow! Ein Jahr später. Wie alt bist du geworden, Dion? Na, 25 dieses Jahr. Nee, 26. 26. Okay, nicht 27, 26. Nein, 26. Und dazu kommt noch, ja? Treue 24. Volksgenossen von euch, die das Feedback eine Weile verfolgen, haben eventuell jemanden immer kommentieren sehen, der mit dem Namen Hallafür gepostet hat. Der ist nicht da, wir haben nur Davis Schulz eingeladen. Nach einiger Zeit haben wir Davis Schulz hier. Ja. Nein, Hallafür hat sich in dieser Zeit in unsere Herzen und teilweise auch in unsere Hosen gespielt, gestalkt. Er weilt leider nicht mehr unter uns. Ja. In uns. So. So viel zum Intro. Hey! Jens ist auch da. Das stimmt. Aber ich war schon immer da. Aber am Anfang. Jetzt beruhig dich mal, weil der erste Kommentar ist gleich ultra tief. Und dann kam die Glühbirne. Ich habe nur eine Stunde, wir müssen den schnell beantworten. Er sagt, RockGamer04 sagt, ich bin Friedrich Siering. Okay, alles klar. Wissen wir. Ich weiß nicht. War noch Atem davor? Was? Ja, das. Nee, der ist ja Englisch. Ach so. So, ich weiß nicht, ob du dich an das letzte Feedback erinnern kannst. Nee, das vorletzte war sehr chaotisch, glaube ich. Es ist über ein Jahr her. Haben wir Rücki geschminkt und so. Und daran kann ich mich erinnern. Ja. Und einer schreibt dazu, die letzten Minuten Massenorgie waren extrem stimulierend für den Bereich meiner Rakete. Daniel hatte tiefe Schlepphoden mit Flasche. Super nice. Friedrich, Mann, ich weiß, du hast die ganze Zeit auf ein neues Feedback gewartet. Hier ist es. Das geht raus an dich. Ne, wir haben echt ein paar Kommentare dabei, die echt tiefe Fragen haben. Und das ab. Ganz nice. Und Dion. Oh, ich heb ab. Hat durchaus die Möglichkeit, nebenbei zu hitlern, wenn es vielleicht die Beantwortung der Fragen nicht allzu sehr beeinträchtigt. Hat er wieder eine Hitlerkröte? Die Tröte haben wir nicht. Ich hab das schon gesucht, ich hab sie nicht gefunden. Ich rutsche gleich runter. Aber was ich sehr schön finde, dass es ja eine ganz angenehme Atmosphäre ist, obwohl wir so viele Leute sind. Ja. Da werden sich beide Parteien freuen. Franz, möchtest du etwas sagen, so fürs Intro, weißt du? Weil du hast uns lange verfolgt, jetzt sitzt du hier, ja? Was zum Thema Beinkleider vielleicht? Also, es ist halt immer angenehmer, wenn man hinter dem Bildschirm sitzt. Aber ist angenehmer, so, ja. Aber mit so einer Windel ist aber vor dem Bildschirm auch angenehm. Also jetzt habe ich halt den Vorteil, ich muss nicht aufstehen, weil ich einfach pinkeln kann. Ja, ich auch. Ja? Ja, du bist halt bloß, dass er halt auf uns drauflegt. Du es ist drei, richtig, auf drei Schüssen. Ja. Ja, also, gemütlicher kannst du sein. Das stimmt. Nee, das ist zum anderen Fenster rein. Psst. Nicht, dass die Zuschauer die Katze sehen. Warum? Oh. Müssen wir zensieren. Die ist die. Darf die Katze den Kuchen? Alter, darf nein, Kalle, nein, Kalle, nein, Kalle, nicht Kalle, den Kuchen. Rastet nein. Die aus oder was? Nee, die ist einfach nicht Kalle. Ja, die sollst nicht einen Kuchen, eigentlich. Ach, du Scheiße. Die ist abgestürzt, Kalle. Die Katze. Jetzt kannst du den Kuchen erzählen. Oh, Kalle. Ich kann wirklich so langsam sehen. Okay. Lebt sie noch?
Und Schnitt. Und damit sind wir endlich bei den richtig guten Fragen angekommen. Die Intro-Fragen waren ja jetzt nicht so der Knüller, aber hier die erste Frage ist gleich besonders intensiv. Fanboy237 fragt, in welcher Stadt wohnt ihr eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der Name Fanboy ist nicht auf uns bezogen, dann wüsstest du das nämlich ganz schlecht. Disqualifiziert. Ne, wir wohnen in Weimar und drehen hier auch öfter mal in Erfurt und Jena, aber hauptsächlich hier. Das ist natürlich die Frage, wohnen wir alle in Weimar? Der Dion wohnt nicht in Weimar. Das wusste er nämlich. Wo bist du denn jetzt? Gefragt. Dion, warum wohnst du nicht in Weimar? Das ist schlecht. Das stimmt eigentlich. Ja. Eigentlich sollte ich besser in Weimar wohnen. Kann ich gleich die nächste Kritik an dir äußern, ja? RobsiXXL sagt nämlich, da schläft man fast ein und der Geburtstagshitler weckt einen wieder mit seinem Klangmodul. Ja. Da musst du dich halt jetzt mal für verantworten, weißt du? Du kannst nicht ewig vor dem Leben davonlaufen, Franz. Ja. Gerne, Schatzi. Gut. Gleich kommen die Knüller, passt auf. Als zu dem Opsch sagt Changeman schöne Grüße, verstehe ich nicht ganz, wir hatten den wahrscheinlich als Thema das letzte Mal. Dion Random. Wer ist das? Wer ist das, Dion? Kennt ihr jemanden? Ich kenne ihn nicht. Ich glaube, der hat einen Namensvetter von mir wahrscheinlich. Der schreibt auch nur dummen Scheiß. Er schreibt Hashtag Palermo, kannst du mir das erklären? Damit habe ich nichts am Hut. Aber kannst du das irgendwie erklären? Ja, das ist Palermo. Palermo ist, wenn man Palermo lebt, dann darf man bestimmte Dinge, Essenspyramide nach oben und Dinge, die unterhalb der Gürtellinie sind, sollten im Schrank stehen bleiben, weil die Tassen sonst rausfallen. Also Getreideprodukte, Mehlprodukte, raffinierte Zucker. Ja, quasi alles, was oben im Regal steht. Verarbeitete Produkte. Etc. pp. Also dass man halt schaut, dass man halt so Fertigprodukte meidet. Ja. Also grundsätzlich Gemüse sehr viel, Obst auch voll in Ordnung, Fleisch, Eiweiß halt und sowas. Und Großteil der Essensexperten oder so gibt's ja Wissenschaftler da in die Richtung, sind sich einig, dass das totaler Bullshit ist. Aber die finden es schön, dass man... Ich sage mal so, Palermo oder der ursprüngliche Wortstamm Palio ist umstritten. Aber wer Lust hat, kann ja mal Dave S. Bray googeln. Der hat eine Ernährungsart und Weise, die baut darauf auf und ist noch ein bisschen nachgewiesener. Wie Jäger oder wie Beta? Das war halt nicht meine Frage, jetzt können wir weiter. Sehr gut. Entschuldigung, ich habe zu viel eine Meinung. Phantom Zero, cooler Typ. Irgendwas, was ein nerviges Geräusch macht, zitiert er uns. Unsere Antwort war anscheinend Hupe. Nicht übel. Das fand er nett. Nicht schlecht. Versteht halt jetzt keiner von den Zuschauern. Egal. Hä? Vielleicht hat sein Nachname was damit zu tun oder so. Oh. So. Ah. Ach, du hast auch so gesagt, ohne es zu verstehen und dann erst A. Okay. Das ist nicht das zweite A war nur, weil er gerade was gelassen hat. Sagst du, ist dein ganzer Schritt weggelaufen. Ich weiß nicht, ob ich's zulässt. Ja. Da war halt nur so. Willst du noch was trinken? Echt? Hm? Ach so, du hast nicht. Doch. Rockgamer 04. Jetzt, wo ich weiß, dass ihr GTA spielt, wäre meine zweite Frage, spielt ihr auf der PS3? Und wenn ja, wäre meine Runde drin. Also praktische Frage, vor einem Jahr haben wir noch gespielt. Ja, bisweilen spiele ich auch immer noch. PS3 wäre die Konsole der Wahl, beziehungsweise offline dann PS4, aber online dann eher PS3. Aber naja, ne? Vielleicht lässt sich das nochmal machen, aber ja, also vielleicht kommt ja mal. Wenn du noch dabei bist, schreib einen Kommentar und wir gucken mal. Ja. Es wäre halt echt geil, wenn mal irgendwie so ein San Fierro oder Las Venturas Add-on kommen würde. Das würde ich hart feiern. Aber es würde dann wahrscheinlich nicht für die PS3 kommen und das ist kacke. PS3 kriegt eh schon keine Updates mehr. Ja, deswegen ist halt ein bisschen kacke. Ja. Kameratyp, geiler Typ, so. Hat gesagt, er hatte vor 3 Monaten Geburtstag, aber trotzdem danke, I guess. Jetzt müssen wir mal zurückrechnen. Ja, der wieder vor 3 Monaten. Das ist gut, nee, weil dieses Video kam nämlich im Juni hoch. Ja. So, das heißt, Juni minus 3 ist halt März. Das heißt, also jetzt alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, das Video kommt dann erst in 3 Monaten hoch. Nein, das stimmt nicht. Singen wir es angeht? Wie schön, dass du Kamerad bist. Ich hätte dich sonst angepisst. Kamerad-Typ, du geiler Hengst. Grüße auf dich, hier sich dich schon längst. Kamerad-Typ, du geiler Hengst. Das weiß ich. Grüßt du noch den Changeman von uns? Ja.
Slush-Eye sagt, ohne Scheiß, eure Videos kann man sich einfach mal 1 bis 2 Stunden lang gönnen. Das ist doch ganz toll. Wie gesagt, habe ich ja schon öfter erwähnt, dass das auch der perfekte Hintergrund Stimulatio ist, wenn man irgendwie gerade zockt oder so, dann ist das. Also jetzt man hör doch mal auf. So. Man muss der Junge ist doch gerade in der Diät, in der Zockerdiät. Ja, ich immer wieder den Finger in die Wunde legen. Ja, es tut mir leid. Salz aufs Pfeffer. CSGO kommentiert. Ach nee, Gönni meine ich. Hey, ihr cremigen Bohnenverschlinger, was studiert Kalle eigentlich? Das wüsste ich auch gerne. Aber Lisa hat mal fertig vor, oder? Naja, das ist halt gleich eine nächste Frage. Also, ich studiere Online-Medienmanagement. Gibt's mal wieder einen neuen Singer? Ja. Gibt's andere Musikprojekte von dir? In Klammern bestes Format. Nostera Feet. Das war auf Annoying Singer bezogen. Ja. 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 Sind Anna und Robin noch zusammen? Zusammen. Da musst du sie fragen. Ja. Ja. Beide sagen ja. Und zu guter Letzt, liebe Grüße aus Sachsen. Macht weiter so. Eure Videos sind Hammer. Also, sind auch Hammer. Alter. Geil gemacht, Jungs. Du. Ja, das ich hab Angst vor Grüßen aus Sachsen. Ja, das, also, ne? Was für ein ich Gruß hab Angst vor allem, was aus Sachsen kommt. Die Medien sagen uns ja auch, dass ihr alle nicht gut seid in Sachsen. Ihr seid richtig böse Menschen da drüben. Ja. Deswegen, bitte. Geh. Zumindest ein Drittel. Bitte verlass uns. Geh zurück nach Sachsen. Da, wo du herkommst. Oh, das ist dumm. Nun, Skipper sagt: Hallo alle zusammen. Hallo, Skipper. So, ne? Hallo. Ich bin eigentlich eher stille Zuhauer. Ich hau auch mal still zu. Zuschauerin. Aber das muss ich jetzt mal loswerden, weil ich mich so gefreut habe, dass es wieder neue Videos von euch gibt. Ein riesen Lob an alle. Ihr treibt mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Danke für die vielen tollen Ideen und kreativen Einfälle. Gesundheit. Daniel! Mach bitte weiter so. Machst du bitte weiter so? und bleibt euch treu. Liebe Grüße an alle. Das ist doch auch mal schön. Wo ist ja die Frage? Raus! Nee, ist doch. Ist ja also das Nostera-Feedback nicht. Ich finde, das ist sehr, sehr süß geschrieben. Ja, ist wirklich. Ist auch mal nett, so ein Kommentar. Aber ist die Frage, seid ihr euch treu geblieben? Würde der Robin von vor 3 Jahren den Robin von heute, diesem kommerzialisierten Robin, auch auf der Straße begegnen und nett grüßen? Oder? Nee. Weiß das glaube ich nämlich auch nicht. Also der Robin vor 3 Jahren hat auf der Straße gar nicht gegrüßt. Ja. Bestimmt. Naja, außer den Busfahrer. Den Führer. Den Führer. Gut. Ey, nee, danke. Skipper. Frau. Also Skipperin. Vogelpuff, Vogelluff. Der Clip am Ende hat mich getötet. Ich bitte um eine komplette Version dieses Unterfangs, da nur eben das mich wiederbeleben könnte. Ich habe es übrigens verwechselt, weil das letzte Mal war nicht das mit Rücki, wo wir übelst ausgerastet sind. Der letzte Clip, das letzte Mal, war nämlich als Heinrich 3000 Flaschen unterm Arm weggebracht hat. Ja. Ah, das war der letzte Clip. Wo ich hinterher gefilmt habe. Ja. Stimmt, das war echt großartig. Der hat dich auf jeden Fall zurecht getötet, der Clip. Es war echt großartig. Der ist leider nicht da, der Heinrich. Hat er es eigentlich geschafft? Der wollte aber eigentlich da sein. Der wollte eigentlich gestern hier gewesen sein. Der wollte auch heute hier sein. Der wollte hier sein. Aber der Heinrich ist halt. Ja. Der Heinrich. Ja, ja. Dafür haben wir Franz, Davis, Schulz. Ja, aber hat er eigentlich das geschafft? Hat er geschafft, ja. Ihr seid ja der Elite, ne? Auf dem Hauptkanal ist er halt weiterhin Davis Schulz und irgendwie glauben es alle. Ihr wisst halt jetzt, wer er wirklich ist. Ihr kennt sein düsteres Geheimnis. Ihr seid der Elite. Genau. Doppelidentität. Und dann, weißt du, könnt ihr euch immer so ein Augenzwinkern zwischen uns vorstellen, wenn auf dem Hauptkanal er als Davis Schulz betitelt. Also wenn sie wüssten, dass er alle vier ist, dann würden sie ja noch mehr ausflippen alle. Also das stimmt. Wir haben halt vor allem mit Davis geschrieben und ihm Selfies geschickt. Ja. Und er meinte halt, er sieht null nach ihm aus. Aber es glauben ja trotzdem alle. So. Ja, den Kuchen habe ich nämlich ganz toll gebacken. Ja, da geht auf jeden Fall nochmal ein Applaus an Robin Hood. Ich bin einspringen, jetzt für den Kuchen im Backtutorial. Tutorial, ja. Also noch nicht, aber das kann man mal machen. Mit dem Tutorial. Und ich würde gerne mal, dass du mir zeigst, wie man Lebkuchen macht. Alter. Also da kann ich euch mal sagen, ich habe nämlich ganz tollen Lebkuchen gemacht, hast recht. Ich habe ihn noch nicht gegessen. Ich verstehe nicht ganz, warum du dich über so einen Seitenhieb gerade so freust. Ich erinnere mich an die gesalzenen Erdnüsse. Ach so. Ja, halt gut. Einfach lustig. Dafür gibt es halt ein Tutorial, ich habe da... Darf er das große haben?
Ich habe da bei Tom und Torben bei Royvies 666 reingeschaut. Und der gute Tom hat da nämlich ein Tutorial gemacht, wie man Lebkuchen macht. Das habe ich mir eingeguckt. Ich habe anderen Kuchen einen Lebkuchen gemacht. Hatte leider nur gesalzene Erdnüsse statt normalen und habe die dann abgewaschen. Und zerrieben. Und zerrieben. Das ist immer kriegt für mich. Das ist halt wieder lustig. Es ist halt einfach dumm, extra neue Erdnüsse zu kaufen. Es kostet halt alles Geld. Ja. Wenn man halt einmal gesagt hat, das Salz ist halt jetzt auch weg, ne? Ja. Und die halt alle zu Hackstücke nehmen, verrieben. Also vielleicht noch zu erklären, ich habe das ganz gefilmt. Und deswegen, das war nicht lecker. Deswegen ist das bekannt geworden. Es war ganz lecker. Es war halt sehr aufwendig. Halt auch ziemlich viel, weil es war halt echt so ein großes Ding. So ein großes Lebkuchending. Es war riesig. Und das noch schön beklebt mit Buchstaben und keine Ahnung. Ja, aber es ist halt so. Wenn man einmal gesalzene Erdnüsse hat, warum soll man nochmal was? Hast du alles richtig gemacht. Mama wäre stolz auf dich. Danke. So. Wayne sag ich nicht, der hat auch schon öfter kommentiert. Habe extra die komplette Werbung geguckt, genug geschleimt. Wie findet ihr den Nickname Nuktari? Sagt mir auch irgendwie was. Ist es nicht irgendwie so eine, die so Animes oder sowas synchronisiert? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch jemand, der hier öfter mal kommentiert hat und sein alter Name ist, kein Plan. Nun, Kameratyp. Die Wrestler-Frage habt ihr übrigens falsch beantwortet. Die richtige Antwort lautet Rob Van Dam. Ist wahrscheinlich ein Wrestler, kenne ich nicht. Kennt Rob Van Dam? Du kennst ihn. Ist der geil? Kämpft der auch oben rum ohne? Ist der immer eingeölt? Guck dir übrigens mal Bruno an. Mhm. Ist wirklich gut. Bruno. Die letzte Szene. Hashtag Wrestling und so, ist richtig gut. Freestyle 8, Football, keine Ahnung. 8.50 markiert er die Zeit. Merryweather gegen Big Show bei WM24. Kein Plan, was er mir erzählt. Ist das vielleicht das, wo ich mich mit ihr direkt WrestleMania 24. Kann oder sein, ich hab's ja. Jetzt nicht ganz mitbekommen. Kann sein, ja, das kann sein, dass ihr euch da... Also ich weiß noch, dass wir uns gerangelt haben. Stimmt, da war ja letztes Jahr auch dabei. Ist ja gar nicht so. Und er sagte mich, mein Lieblingswrestler Sting hat übrigens bei der letzten WrestleMania gegen Triple H gewrestelt, WrestleMania 61. New World Order war auch dabei, kein Plan, ja. Gucke ich halt seit 15 Jahren nicht mehr, aber... Jo, ist warst geil. Du alt? Nein, wir haben neulich erst wieder 14, ja. Neulich erst wieder haben wir Wrestling gespielt, ne? Ja. Für Nintendo richtig 64. Gut. Und das ist ein gutes Spiel, weil da kann man Frauen verprügeln. Ja. So. Als nur den Kopf. Und die wehren sich nicht. Die wehren sich halt wirklich nicht. So, du sollst immer wieder reinschlagen. Als zu dem Ob kommentiert mit Hashtag Geburtstag an Kameratyp. Herzlichen Glückwunsch. Ich leite das jetzt einfach mal nicht so weiter. Was? Ich hab nicht zugehört. Dann gratuliert dir. Okay. Nun. Die Katze hat dir geschrieben. Tobias Eiselee. Wenn ihr Nosferatu TV mit einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre es? Jentrik. Warum fange ich an? Weil du ganz nein. Vorne sitzt. Warum beschreibst du Nosferafurz mit Jendrik? Ich verstehe es nicht. Weil das alles beherbergt. Ziemlich Schauspielerei, adrettes Äußeres. Nosferafurz. Nicht adrett, das ist eher leger. Leger. Ja, er hat ein Hemd an. Du hast auch ein Hemd. Ja. Aber er trägt auch eine Windel. Was? Das steht halt nicht. So unter der Haube ist nämlich, ne? Ja. Von außen wirkt es ganz klug, aber wenn man genau hinguckt, richtig behindert. Ja, zeig's doch mal. Ja, dann hab ich doch jetzt gemacht. Das sieht man doch hier. Ich sehe demnächst meine Hose. Hier so eine schicke Rüschenunterhose. In die kann man reinpinkeln. Die Frage, werden wir die noch alle beantworten? Ja, das kann jetzt jeder eigentlich. Ich hab ja Jendrik gefragt. Können wir noch ein bisschen ablenken, dass wir ein bisschen belegen können vielleicht? Weil, nee, ich hab da einen... Du hast ein Wort. Ich hab einen Diskussionsvorschlag. Ich hätte jetzt natürlich zuerst gesagt Pranks, nur das Wort ist mittlerweile völlig verrufen, weil das... gerade jetzt durch diesen ganzen Mert und so weiter sehr in den Schmutz gezogen wurde, dass die Frage, kann man uns noch mit Pranks beschreiben? Weil das, was wir machen, hat ja nichts mit dem zu tun, was auf YouTube verrufen ist. Aber sollten wir nicht den Urbegriff Prank noch retten? Also naja, so in der Mission der Kultur sind wir in der Mission, wir wollen den Kulturbegriff reinhalten, nur halt wir behalten. Das war jetzt gerade eine ernste Frage. Ja, ich antworte auch ganz. Hier wird nur gekichert in der Runde, ich verstehe das gar nicht. Hat überhaupt keiner gekichert. Frage nicht verstanden. Einwurf, Dion. Ja. Für? Nosferatu TV? Ja, das ist richtig. Sehr richtig. Achso, ich dachte Nosferatu. Das ist zum Beispiel eine korrekte Beschreibung, ja. Was war das jetzt? YouTube-Kanal. Obwohl ja Leute wie zum Beispiel David Hein sich ungern selbst als YouTuber bezeichnen, weil sie nach und nach irgendwie nicht mehr das so... Ja, Videokanal. Nur weil sich YouTube verändert, müssen sich die YouTuber nicht verändern. Das ist ja immer noch YouTube. Also, Videokanal. Videokanal ist auch gut.
sozusagen für uns. Das wird was ganz anderes. Unterhaltungsvideokanal. Ja? Schabernack, aber da habe ich echt lange jetzt drin. Ey, Schabernack ist aber echt gut. Ja. Weil es hat auch irgendwie noch sowas, weißt du, sowas Unschuldiges. Hm. Sowas naiv-kindliches, aber halt. Deswegen. Und ist nicht so besetzt wie das Prank. Also, es ist jetzt halt nicht irgendwie so eine Verarsche oder so, weißt genau. du, ist halt was. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt, alles in diesem Merkding? Ich finde das lustig. Also ich habe das gerade heute erst noch gehört, dass er dann letztendlich noch gesagt hat, dass das alles nur ein soziales Experiment war. Was denn? Ja. Das habe ich halt erst gar nicht gedacht. Womit er sich selbst entlarvt hat, als jemand, der alle seine Pranks scriptet. Wir können dir das ja kurz erklären, und siehst du das als Außenstehender? Da hat so ein migrationshintergründiger YouTuber, sag ich mal, Migrationshindi, hat zu seinem Vater gesagt, hey du, ich bin schwul. So, hat er gefilmt, versteckte Kamera und so. Der Vater hat ihn dann geprügelt in erster Reaktion. Die Mutter kam rein und hat sich da vorgestellt. Das zweite Video, das er hochgeladen hat, weil er hat natürlich nicht so vielen gefallen, ging es dann, ja, hier, wir sind nicht homophob. Mein Vater hatte halt jetzt so die Reaktion, weil er es nicht gut fände, wenn ich jetzt persönlich schwul wäre. Da gab es dann wieder einen riesen Backlash. Alle fanden es nicht cool, weil, hä, was ist denn das? Er findet homophob, er ist nicht homophob, aber er findet es dumm, wenn sein Sohn homo wäre. Und dann war das dritte Video, ja, alles nur Fake, ich wollte nur eure Reaktion so gucken, ich habe das leider jetzt noch nicht gesehen, ich habe es nur gehört, vom Toypimp, geiler Typ. Ja. Ja, das ist schon ganz schön dumm. Also, es wirkt halt wie so ein Rettungsversuch jetzt, noch, um das Schlimmste abzuwenden. Aber, ganze Aktion ist halt... Also der YouTuber, der heißt Mimi, den schreibt man M-I-I-M-I-I, der hat das sehr gut entlarvt, das kann man sich gerne mal angucken, das Video zu dem Thema. Also er hat halt auch in Love, dass das wahrscheinlich gelogen ist und dass das eigentlich nur aufdeckt, dass Merz-Pranks grundsätzlich gescriptet sind. Beziehungsweise, dass der Vater von vornherein wusste, dass die Kamera da ist. Was ich halt bei der ganzen Sache schon wieder so dumm finde, ist, dass das gleich wieder in so einem... Es wurde halt gleich wieder das Flüchtlingsthema ausgepackt, weil der halt migrationshintergründig ist. Und ich weiß nicht, es hätte halt auch einfach bei einer arischen Familie passieren können. Und ich weiß nicht, also dass das gleich wieder das erste ist, was hervorgeholt wird. Ja, das verstärkt irgendwelche Stereotypen oder sonst was, finde ich irgendwie nicht so geil. Hm. Nun, gut, das und, ist mal mit dem hm oder mal wie hm. findest du das so von außen? Spannend. Hm. Analys die Gebrauchsanweisung. Hey. Ich überlege gerade ein Schüppchen was. Ich überlege gerade ein Brot. Ja, aber im Prinzip, was du gesagt hast, Pranks, Verrufenheit und so, hat ja eigentlich eher in Amerika schon angefangen, so über das letzte Jahr. Und nee, auch in Deutschland. Ja, klar, aber... Wenn ich teilweise also, Leute sehe, wo ich sage halt so, ja, also wenn man jetzt erzählt so von wegen, was macht denn jetzt, was ist auf dem Kanal von deinem Cousin so, und dann sage ich Pranks, dann ist dann schlau, halt, die, nee, auf die, das ist teilweise die Reaktion halt vor ein paar Jahren noch gewesen, ach cool, ja. heutzutage, ist dann halt immer so, ach, also, ja, das ist dann immer so ein, aha, okay, na gut. Also so wie das, so, was alle machen. So, was alle machen, was halt irgendwie auch so ein bisschen assi ist. Glaub, so, geht auf die Straße und haust irgendwie auf die Nase und dann ist das lustig. Das ist ja schon hart. Das ist halt hart. Also man muss halt so sagen. Schon irgendeinen anderen Überbegriff als Pranks finden. Schabernack. Da passt ja echt gut das neue Video, was bestimmt jetzt schon online ist, dazu. Was ihr bestimmt auch alle gesehen habt. Ja, ist halt hart. Hm. Wüsste ich so ja noch gar nicht, ist echt so, ja. Ist echt so. Also ist halt dumm. Weil auch wie einige schon gesagt haben, das Pranks halt für schon so, also jeder findet es halt eigentlich geil, aber es wird halt immer, also ich weiß nicht, auf der einen Seite ist es dumm, dass es immer extremer wird, aber dann ist es halt auch wieder egal, weil eh alles gestaged ist, was zu extrem ist. Ich würde mal was fragen. Frag mal was. Ich verfolge das ja gar nicht so momentan, muss ich gestehen. Ja. Aber ist das so, dass das jetzt Leute machen, die quasi früher irgendwelche Videos gemacht haben, die jetzt immer mehr solche Videos machen? Oder sind das neue Leute, die sowas machen? Beides, würde ich sagen. Also, weil, ich weiß nicht, ich gucke das ja nicht so, aber diese ganzen Mermatans und wie die heißen, die sind ja normale so Vlog-Channel, soweit ich weiß, die aber nebenbei halt auch sowas machen. Also was mir halt aufgefallen ist, so in meinem persönlichen YouTube-Nutzungsverhalten, ich habe halt irgendwie immer mehr für diesen ganzen Kanal rausgeballert, weil die halt quasi irgendwie immer mehr von diesem abgetretenen Content geliefert haben. Also ich hatte jetzt nicht so viele Prank-Channels oder so in der Abo-Box, aber das ist mir halt echt aufgefallen, dass immer mehr Leute quasi immer, also es wird immer mehr überdreht alles. Und das ist halt irgendwie, also für mich ist es zum Beispiel unattraktiv, wenn halt alles nur noch, es wird nur noch übelst hart rumgebrüllt. Es werden immer irgendwelche Sachen zerstört oder sowas. Einfach nur, weil dann aber mehr Leute zuschauen. Alter! What? Nice! Das ist so cool.
Ja, okay, jetzt habe ich gerade hier das unterbrochen. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, falls ich vorher aufgehört habe. Erstmal die Gitarre gleich. Ist auch ja. Irgendwie, ja, vielleicht kann man, also so ein Einbegriff, ich kann es gerade nicht in einen Begriff zusammenfassen, aber das irgendwie Nosferatu TV für so jetzt Pranks steht, die halt irgendwie, also ich meine, das von dem, das ist alles immer noch irgendwie so ein bisschen, wie du gesagt hast, naiv und irgendwie so, auch hat er eben sowas absichtlich amateurhaftes, halt nicht so wie diese krassen Pranks, wo man irgendwie, wo keine Ahnung, die halt mit irgendwas stagen oder irgendwelche krassen Gore-Effekten oder irgend so einem Scheiß, und das ist halt alles irgendwie so. Die Kostüme werden irgendwie ranzig selbst gemacht. Das hat alles so einen ranzigen Charme. Der hat irgendwie von Anfang an, natürlich, okay, jetzt wir sind natürlich auch von ganz Anfang an jetzt das verfolgt haben, aber irgendwie hat sich das auch nicht krass gewandelt. Also so, ich meine, es ist immer noch nicht... Immer noch ranzig. Ja, aber ist das auf eine gute Weise. Ranzig vielleicht, ja, aber auf eine gute Weise. Auf eine gute Weise ranzig halt. So was nicht heißt, es keine Entwicklung stattfindet. Vielleicht. Es findet natürlich eine Entwicklung statt, aber... Ja, klar, aber halt nicht in so eine... Es werden halt nach wie vor tendenziell Kostüme nicht gekauft, sondern halt erstellt. Ja. Also so eine persönliche... Aber dazu, ich fand zum Beispiel auch irgendwie den Charme bei der Serie Jackass irgendwie geiler als halt den großen, krass produzierten Filmen so. Ich weiß nicht. Ja, ich habe auch, als er da über schlecht ranzig über die CKY-Filme, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die waren halt auch deutlich besser als später die ganzen anderen Geschichten, weil da auch zum Teil irgendwelche lustigen Filme dazwischen waren, als sie zum Beispiel Krieg gespielt haben und sonst irgendwas gemacht haben. Die fand ich nämlich auch ziemlich gut. Also, ich finde auch besser als die großen dieses komplette, also es ist ja nicht nur so, aber dieses ganze Konzept von wegen, ich sage irgendeiner Person was sie nicht hören will oder so und haha, da ist eine Kamera, ich habe dich verarscht, ist halt auch irgendwie langweilig mittlerweile. Also, prank, bro. Ich meine nicht halt dieses auf der Straße, sondern wie halt in der Platan, irgendwie die Freundin verarschen, den Vater verarschen oder so, das ist halt im Endeffekt immer wieder genau das Gleiche, nur halt mit einer anderen Sache, die halt irgendwie schlimm für die Person ist. Es gab doch auch irgendwie sogar mal, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass es so einen YouTube-Channel gab, der in Amerika diese ganzen Statisten, die für solche gestagten Sachen sind, so entlarvt hat. Von ja, wegen, er hat irgendwie auf Instagram irgendwelche Bilder rausgesucht, von wegen, oh, jetzt bin ich für einen Tag Mutter, von irgendwelchen Pickup-Channels oder so, wo dann immer wieder dieselben Leute nur in anderen Kostümen oder halt mal schwanger oder mal dick oder mal dünn auftauchen. Das hast du bei mir gesehen. Das ja, ist, stimmt, das habe ich Prank Reviewer heißt der Channel. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Zu dem Thema auch kannst du ja hier diese, also klar, der ist jetzt ein bisschen größer schon, aber hier dieses H3 Productions, der ist ja auch ziemlich geil. Also wenn man den jetzt noch nicht kennt. Kalle, willst du mal ein kritisches Wort zu dem äußern? 34 Minuten. Oh shit, da müssen wir weiter. H3 oder Leafy? Was auch zu dem Wort? Einem Wort? Nee, ja, Krieg. Ich habe jetzt vor kurzem aufgeübt. Das Wort, kein Plan. Aber ich finde halt, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Wer das halt feiern will, kann das halt feiern. Und ja, wer es nicht feiern will, muss es halt nicht feiern. Das ist absolut richtig. Aber also auf der anderen Seite ist es halt einfach dumm. Nicht, dass es mich jetzt übelst runterziehen würde, aber halt dieses Ding hier, dieser Prinzip-Hate dann halt. Weil der macht Pranks, der ist dumm. Wenn sich das halt dadurch etabliert, ist das halt auch irgendwie ein bisschen dämlich. Ohne dass es mich jetzt halt fertig macht. Ist mir ja egal, was Leute da denken, aber das ist ja halt irgendwie unklug. Aber gut, dass wir da so ernsthaft drauf eingehen, denn sein Wort wäre Klitoris gewesen. Okay. Ja. Auch gut. Ja. Da hast du jetzt deine ernsthafte Antwort bekommen. In die Nusser? Ja. Da wir noch 34 Minuten haben, ziehe ich mal weiter zu Kameratyp. Was war eure lustigste Verletzung, also Art der Verletzung und Grund der Verletzung? Was? Art der Verletzung und Grund der Verletzung. Lustigste Verletzung kann ich kurz sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Assassin's Creed bin ich ja runtergefallen, ne? Diese tolle Wand. Hab dann mir heftigst an der Ferse wehgetan, was halt irgendwie Glück im Unglück war, dass es nur die Ferse war. Und irgendwie einen Monat später war mit dir, ne? Haben wir nochmal gefilmt, wie ich vom Baum Vorwärtshaltung gemacht habe oder was mit dir? Ich weiß es nicht. Bin halt wieder auf die Ferse geknallt, hab diesen ganzen Monat lang ultra Schmerzen gehabt und dann, nach diesem zweiten Happening, war alles weg. Und das war lustig. Alles weg? Die ganze Ferse? Die ganze Ferse war weg. Einfach weg. Krass. Meine Verletzung habe ich viele schöne, weil ich immer so ein bisschen schusselig bin.
Die beste war, glaube ich, Hand auf die Herdplatte zu meinem 18. Geburtstag. Furchtbar, einfach so. Alter, was war das? Keiner weiß warum, dass das so richtig war. Oh. Da war ich dann die ganze Zeit im Krankenhaus und habe Schmerzmittel gekriegt. Das ist der 18. war ja noch ein besonderer Geburtstag. Nee, doch, genau, es war der 18. Da war ich nur kurz nochmal da mit der Max. Genau. Und voll die Hand. Weil noch der Beamte, diese eine Beamte. Vom Jugendamt, genau. Der Typ, meine Erzieher, die waren alle da zu meinem Geburtstag, bei meiner Mutti zu Hause. Oh, und alle waren da. Alle haben auf mich gewartet. Und ich kam dann nach ein paar Stunden übelst zugedröhnt auf Schmerzmittel, weil ich nach Hause wollte. Das Personal war richtig stolz, dass es endlich geschafft hast, dass du 18 bist. Und ich so übelst frisch oben aus, hab nur gehüllt und konnte meine Geschenke nicht auspacken. War total neben der Spur. Dann habe ich mich einmal bei einer Britney Spears Choreografie selber ausgenockt. Da war ich vielleicht 13 oder 14 oder noch, ich weiß es nicht. Da musste ich halt meinen Kopf so runterhauen und hab die halt aufs Knie gehauen. Wahrscheinlich, also es hat, ich weiß, es hat fürchterlich wehgetan hinterher. Es hat ja alles übelst wehgetan. Dann lag ich erstmal auf dem Boden und war völlig weg. Cool. Und einmal habe ich mir ein blaues Auge geholt, weil es bei mir geklingelt hat und ich an die Sprechanlage wollte und habe den Hörer abgehoben, habe den warum auch immer volle Granate ins Gesicht gehauen. Also es sind viele, viele solche Verletzungen. Die schlimmsten habe ich mir immer selbst zugefügt. So. Geht es um Tathergang oder um die Verletzung? Der Grund, warum lustig so ist. Ja. Achso, also ich habe mir einmal den Mittelfinger gebrochen und war halt irgendwie in der 2. Klasse. Dann hab ich, also das, ich fand es halt damals mega lustig, weil mich immer alle Lehrer gefragt haben, was denn passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin hingefallen, habe mir den Finger gebrochen. Das war halt damals mega lustig, aber sonst verletze ich mich halt nicht so sonderlich lustig, sondern immer nur sehr schmerzhaft. Ich kenne da irgendjemanden, der Weimarer Schwanseebad einen Handstand performen wollte, im Kellerbecken. Und dann irgendwie innerhalb von einer Sekunde ganz ungünstig auf seine Augenbraue gestürzt ist. Und sich dann von unserem sehr erotischen Schwimmmeister das Auge verbinden lassen hat. Gut, das war, okay, das stimmt. Das war unser Ausflug ins Schwimmbad nach der 2. Minute. Was ja, ja. Minute. Also ich war halt seit Jahren... Eine Minute da, tot. Ich war seit Jahren nicht mehr in diesem Bad. Und dann habe ich mir halt hier so die Augenbraue aufgeschlagen. Und man konnte es, also so rumflattert. Und ich hatte halt so einen Blutrinnsal bis mein Bauchnabel, den er mir dann schön weggewischt hat. Wir haben ihm dann noch einen Tampon reingeschickt. Ja, und dann haben wir halt aber einen Tampon drüber geklebt, damit ich wenigstens noch ins Kinderbecken muss. Kalle hat sich mal die Nase verletzt, als ich ein Brett zerschlagen wollte und Kalle sein Gesicht hat sich dahinter befunden. Das ist ja niemals gebrochen. Ach, Nasen. Es bricht wirklich nicht. Die Nasen habe ich da auch eine schöne Geschichte. Das war halt nicht lustig. Doch, ja, für alle Beteiligten war das lustig. Tut mir leid, aber das war schon ein bisschen lustig. Also ich gerade. Mama war total glücklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mega weh getan hat. Es hat gar nicht so weh getan. Es war halt so. Sonst sinnlos so. Ich wollte dich ja nicht schlagen, ich wollte es besser schlagen. Das war in die Richtung zerbrechen zu wollen. Ich glaube, ich könnte diese Schusskarte gerade selber herausfiguren. Erinnere ich mich, die Welt von Naja, da war ich 3 oder so, für 7 oder so. Mein Kumpel, den habe ich damals, wir haben uns damals gehasst. Und bei Andreas zu Hause? Der hatte Philipp, die Armbrust. Ne? Der hatte eine Armbrust. Und Philipp hat die halt, also Philipp, beliebiger Typ aus meiner Kindheit, bis heute kenne ich den. Und damals haben wir uns gehasst, weil die sind wir beste Freunde. Nimmt halt die Armbrust und zieht auf mein Gesicht. Ist noch nichts drin, fam, zieht ab. Und das zweite Mal hat er halt einen Stift reingespannt und mir ins Gesicht geschossen. Hier rein. Da habe ich erstmal Blut gespuckt. Ganz klar. Das war ziemlich lustig. Da, oh, wo rein hast du Blut gespuckt? Hier rein, ja. Das ist ja faszinierend. In die Nase. Das ist wahrscheinlich die Nase und dann hier dahin laufen. Ja, genau. Das war quasi Nasenbluten, das ich dann gespuckt habe. Ich hatte in meinem Leben dreimal Nasenbluten, zweimal davon von Popeln und einmal halt von diesem Vorfall. Aber apropos Blut gespuckt. Ich habe einmal, also ich hatte so eine Zeit Anfang dieses Jahres, da habe ich was vor die Rippe bekommen. Und hatte danach Husten, also nur so Hustenanfälle, wo ich immer so grauen Schleim ausgehustet habe. Ja, so bellenartig. Hast du dir die Haare geleckt an dem Abend? Nee. Auf jeden Fall habe ich da teilweise auch Blut gehustet. Und ich war halt auch einmal beim Arzt und er meinte halt, dass es normal ist. Nein, das ist alles in Ordnung. Und dann bin ich halt wieder nach Hause. Und es ist halt nicht weggegangen. Kann sein, dass dein Arzt dich nicht besonders mag. Musst du mal die Hose ausziehen, wenn du darfst? Auf jeden Fall war ich dann halt nochmal da und dann hat er halt auch wieder gesagt, ja, es ist wahrscheinlich so, es ist normal für die Jahreszeit und dass ich halt, wenn ich unbedingt will, soll ich mal zum Röntgen gehen. Ja, das ist ja der Blutspuckmonat. Im Winter hast du das. Ja. Das ist normal für dein Blut. Das ist bei allen Menschen. Im Winter hustet man dein Blut, ist doch klar. Ja, bei wem hast du das? Also, nach anderthalb Monaten war es dann halt einfach weg. Kommentator Cressades, guter Mann, den sehe ich auch so irgendwie echt oft bei Channels, die ich abonniert habe, kommentieren. Fragt, kommt ihr irgendwann nach Hamburg? Kein das Plan, ist so nicht geplant, aber nach. Ist nicht abwegig. Pia danach, ist gerade in Hamburg. Pia ist in Hamburg. Dann schließt sich seine übernächste Frage an. Seid ihr, nee, warte, war das überhaupt er? Gut, es war ein anderer. Er fragt, wer gewinnt das Royal Beef? Etienne Gardet? Spoiler.
Das ist voll. Irgendjemand hat an jemand anderes hat gefragt, ob wir bei den Rocket Beans sind. Und ich habe da was hingeschrieben. Jetzt haben wir aber gerade Bonjour pausiert. Deswegen, keine Ahnung, mal schauen. Seine zweite Frage war eigentlich, was machen Ossis im Sommer? Saufen. Ja. Schwanzibad. Schwanzibad. Bauern. Kiwi. Bauern. Rosten. Bauern. Rosten. Ich verstehe Tor. Die Diskussion nicht. Was? Rosten? Rosten. Bauern, der Bauern. Grillen. Grillen. Gebaut. Grillen. Männertag. Saufen. 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 Gomse. Also eigentlich sitzen wir sitzen auch oft irgendwie auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen rum. Spucken. Spucken auf den Boden. Ja. Spucken. Einfach nur spucken. Den ganzen Tag. Und drehen Thüringisch. Und prügeln. No. Also vor den Bänken in der Fußgängerzone kann man halt, wenn man Anlauf nimmt, auch so lang schlittern. Solange man nicht hinfallen. Solange man nicht hinfällt, ja. So. Schön, dass es vor neun Monaten auch schon so ein Thema war. Würdet ihr euch lieber der ISIS oder Boko Haram anschließen? Boah, das ist gut. Also ISIS ist jetzt schon ganz schön Mainstream, oder? Ja. Stark. Ich bin mehr Fan. Das macht ja jeder. Ja, das macht ja jeder. Ja, seid ihr wieder bei der Gamescom? Halte ich für wahrscheinlich. Ja. Allerdings fragt ihr auch, ob ihr bei der, also das ist ja gilt für die letzte. Ach so. Also, ja. Ja, das ja, ich gut. Ich denke, ja. Ich glaube, da waren wir alle hier. Ja? Nee, keine Ahnung. Ja. Nee, ich war nicht da. Ja, Halle war auch. Ja, Halle war auf jeden Fall da, oder? Du warst nicht da. Yeah. Ich war nicht da. Hat jemand ein Lieblingsbuch? Jendrik? Du sitzt ganz nah an der Kamera. Ich lese, oder? Ich bin so. Achso, dann fang wieder ich an, oder? Ja. Das darf ich erstmal überlegen. Ich lese gar nicht so viel. Anna? Ja, das heißt Trinkgeld vom Schicksal. Ich weiß aber gerade nicht, was es ist, sonst würde ich es mal zeigen. Ich weiß nicht mal, wer von wem das ist. War irgendwie ein Türke. Ich überlege gerade. Also eins meiner Lieblingsbücher, obwohl es jetzt nicht so deep ist, aber es hat mich einfach damals irgendwie krass mitgerissen, weil ich bin ja nicht so, dass ich bei Horrorfilmen oder Horrorspielen mir übelst einscheiße. Aber als ich Dämon gelesen habe von Matthew irgendwas, weiß ich gerade nicht, googelt halt, da ging ja schon teilweise die Schwitzwurst, muss ich sagen. Das ist echt gut. Alle, wie viel liest du so? Die Bibel. Ist gut. Das ist mein Lieblingsbuch. Das darfst du aber jetzt nicht mehr sagen. Wir also Koran, Entschuldigung. Franz? Also ich glaube das letzte Buch. Dein Lieblingsbuch, ja. Es ging ums letzte. Dein Lieblingsbuch. Verstehst du die Frage? Also ich lese halt auch nicht viel Bücher. Aber ich fand die Eragon rein ganz gut. Das habe ich so hart mit Witcher gerechnet. Hä? Ja, ach, na, also das Ding ist halt bei The Witcher, das Game ist halt richtig geil. Könnt ihr auf jeden Fall zocken. Aber es ist halt noch geiler, wenn man die Bücher kennt. Aber die Bücher sind halt nicht unbedingt geil, nur weil das Buch gut ist, weißt du? Aber die Bücher waren auch gut. Also, die Bücher sind nicht geil, zählen so Kurzgeschichten. Du hast gerade gesagt, die Bücher sind nicht geil, weil das Buch geil ist. Oh. Ups. Ja, nee. Also die Bücher sind nicht geil, nur weil das Spiel geil ist. Aber das Spiel wird auf jeden Fall viel geiler, wenn ihr die Bücher kennt. Aber ja doch, die Kurzgeschichten sind auf jeden Fall richtig gut von The Witcher. Also das heißt dann irgendwie der Hexer Geralt oder so. Zauberbuch, da darf ich so viele Handkarten haben, wie ich möchte. Das ist deine Magic-Karte übrigens. Also ich lese gerne Ratgeber. Wer mein Lieblingsbuch wissen will, der kann mich das persönlich fragen. Ich empfehle übrigens das Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Hashtag Palermo. Nein, das hat nichts damit zu tun. Ja. Ich nehme den Strohhalm, Peter. Jetzt sind wir durch, ist mir was Gutes eingefallen. Sehr schön. Und zwar habe ich als Jugendlicher, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich gut ist, aber ich habe Friedhof der Kuscheltiere gelesen von Stephen King. Und ich weiß noch, dass ich damals, also es ist halt, hat so langsam angefangen und so, es fängt ja mit dem Dorf an und so ist alles noch relativ normal. Ja, okay, am Anfang ist es noch normal. Und da habe ich alles halt so, immer so, keine Ahnung, 2-3 Kapitel auf einmal gelesen. Und dann, als es aber ab der Hälfte oder das zweite Drittel? Ab der Hälfte fängt es zweite Viertel an. Das fünfte Viertel. Ungefähr da, wo es dann so richtig abging. Da konnte ich halt. Da konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Ich habe halt wirklich. Ich hab 200 Seiten an einem Nachmittag wirklich durchgedingst. Oh mein Gott, 200 Seiten an einem Nachmittag. 200 Seiten an einem Nachmittag. Sie können das auch schaffen. Rufen Sie jetzt an. Würdest du auch sagen, dass das dein. Können Sie jetzt mal nicht dazwischen über die Nacht und über nächste und was ich noch sagen wollte, willst du jetzt noch irgendwas, willst du schon zum nächsten oder was? Ja, vielleicht. Jetzt hättest du mir jetzt so. Was ich noch sagen wollte, das klingt natürlich so prätentiös, aber nein,
So die Sachen, die man in der Schule liest, so diese klassischen Dinger, keine Ahnung, ob man das jetzt auch in anderen, so Faust und so. Wenn man das, ich weiß nicht, ob das auch in anderen Bundesländern ist, aber dann, man denkt ja in der Schule immer so übelst ätzend. Aber wenn man sich wirklich mal, wenn man mit der Schule fertig ist und ihr nehmt euch die Zeit, um diese klassische Literatur zu lesen, es gibt einen Grund, dass das in der Schule behandelt wird. In der Schule ist es immer ätzend. Ich fand das auch ätzend, aber es ist einfach, wenn man das wirklich mal... nötig bist, was zu tun, dann hast du automatisch weniger Bock drauf. Du musst ja alle Faust lesen. Aber es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Es ist halt verfickt gut. Es ist wirklich verfickt gut. Ich habe vor kurzem drüber nachgedacht und ich stimme dir zu. Ich hab's aber hier. Ja, einfach, ist halt auch einfach. Er hat drüber nachgedacht, siehst du? Das ist schon mal der erste Schritt. Das nicht, weil man aus der Schule raus ist, hat man auch mehr Bock, irgendwie was zu lernen. Ja, richtig. Das ist voll verrückt. Aber so diesen klassischen Schulkram kann man halt auch in der Freizeit gut lesen, wenn man gerade nicht weiß, was man lesen soll. Man hat generell mehr Bock auf Sachen, wenn man sie nicht machen muss. Also was, geht mir so. Was mich und Kommentators Cusade sehr interessiert, was ist denn euer Lieblings-Sci-Fi- oder Fantasy-Universum? Oh. Ich muss sagen, der Klassiker Star Wars ist halt schon gut. Ich kann mir vermuten, dass Anna gerne Herr der Ringe jetzt sagt. Und das sind halt schon so die Mainstream-Dinger, aber die sind halt auch einfach. Ist die Ödnis nicht auch ein Fantasy? Ja, das ist es eben. Also ich glaube schon, ich wäre aber wenn, dann schon lieber in Washington. Solo 3. Ja, ist ja dasselbe Universum. Ja, na klar, aber da so die Richtung, das wird mir gefallen. Wobei, gerade Harry Potter hatten, Zaubern wäre schon geil. Harry Potter wäre auch toll, aber Fatman. Aber Zaubern. Aber wenn du warum Zaubern, wenn man nicht auch 100 Leute mit einem Fatman wegballern kann? Also ich meine, da bist du halt in der Welt und kannst halt nichts. Also ich sah schon mal ziemlich gut aus. Ja. Das wäre schon. Ach so, als ja. Du weißt halt, dass die anderen das einmal im Jahr das ganze eine Schule sind. Ja. Und böse du musst. Wirklich gut gespielt. Ich war beeindruckt. Hast du auch eine? Ich hatte nichts. Gibt so viele, Alter. Es gibt halt echt viele geile. Ja, warum Scheiß? Also, das Ding ist, ich habe halt meine eigene im Kopf. Aber, keine Ahnung, das wäre jetzt so. Sind wir da auch? Teilweise. Ich weiß. Teilweise? Einige sind ja tot. Ja. Also, man könnte vielleicht. Ich finde diese. Ich muss nicht pullern durch das Bier. Ja. Komm, schläge mir die Winde. Das ist ja auch. Also, was seid jetzt ihr? Ja. Was ich jetzt sagen wollte, ist, dieses, ich finde das total geil, so diesen. Das gibt es jetzt auch nicht konkret, aber so diesen Cyberpunk-Gedanken und so New Japan und auch so, ich habe irgendwie im Internet auch mal auf so eine Kollektion von Gemälden gestoßen, ich weiß jetzt genau nicht, von wem das ist, aber das ist irgendwie so quasi in einer Welt, wo die Menschen leben und da sind irgendwie so Technologien von einer früheren Zivilisation oder von was weiß ich, Aliens oder sonst was, auf der ganzen Welt irgendwie verteilt und die sind halt schon... quasi verfallen und verrostet und so. Und ich fand das ist irgendwie super, super geil. Das gab's auch irgendwie, also keine Ahnung, ob es das schon krass gibt. Wenn ja, dann sagt mir bitte, ob es da irgendwie was gibt, was schon in dem Universum spielt, aber irgendwie so auf der Welt, ja? Kannst du mit Kalle den Platz und die Persönlichkeit tauschen? Das wäre wirklich interessant. Nein, um das aufzulösen, warum Kalle heute so ein bisschen down ist, es liegt an Kommentators Cusades letzter Frage, warum Kalle im Gegensatz zu mir so hässlich ist. Das ist wirklich verletzend. Ich finde halt, jeder hat seinen eigenen Style. Kalle wird halt den jeder hat seine eigene Schönheit. Zugewuchert und den hässlichsten von allen. Kalle ist einmal kurz ganz aufgeweckt und fröhlich. Und du bist jetzt ganz still, dann müsst ihr Plätze tauschen. Nein, ich meine, aber ich das dann auch übernehmen kann. Ich denke, ihr seid doch beide Schauspieler. Das ist doch kein Problem. Dann haben wir halt jetzt schon einen Typen, der schweigt, zwei Typen, die schweigen. Das ist super. Nein, er muss ja seine Persönlichkeit. Jetzt verschränk jetzt mal deine scheiß Arme. Du hast nämlich keinen Bock auf den weg. Und würdest lieber zocken. Mein Kollege fragt, was halt echt ein krasser Punkt auf diese Zielfrage ist. Ist euch, ich meine, die Welt, in der wir bereits leben, ist so voller Rätsel und Fragen. Warum müssen wir in eine Fantasiewelt? Ich meine, klar, wir haben Bürokratie und Zettel, die wir ausfüllen müssen. Das ist echt langweilig. Das kennen wir nicht, das ist der Punkt. Wir kennen die Welt noch überhaupt nicht. Er fragt außerdem, wärt ihr gerne schwarz? Das scheint ja nicht zu funktionieren. Also, wärt ihr gerne schwarz? Bist du wirklich schon? Also, nur, ich will nur die Vorteile von dem höher springen, schneller rennen und so haben. Aber die Nachteile, dass sich dann alle verachten und so. Ich hätte gerne einen dicken Hintern. Ihr lacht zwar, aber ihr wisst, dass es wahr ist. Er schifft sich ein vor Lachen. Und so einen Riesenschlong hast du dann. Das wäre geil, wenn das die letzte Frage gewesen wäre. No, die letzte Antwort. Ja, aber so ein richtig praller, dicker, runder Hintern. Lass einfach hätten, lass jetzt auch. Wenn ich rauskomme, der Tisch da geht. Alter, ich glaube, du hast schon einen sehr guten Körper. Nee, da bist du schon so richtig. Aber Robin sollte das eher bestätigen, nicht ich.
Also okay. ich fände es auch besser, wenn... Also Anna sollte so sein, wie sie ist, aber ihr Hintern sollte schwarz sein. Oder? Herauskommen, so richtig. Und herauskommen. Ja gut, richtig, wir haben halt immer noch die Windel. Sehr gut, du pisst gerade. Du pisst gerade. Nee. Ich will das keine. Selim Candy fragt, macht ihr auch Livestreams? Ich breche das mal ein bisschen kurz ab, weil das ist ja langsam so ein kleiner Running Gag. Aber ich würde sagen, wenn es dann vielleicht so ein bisschen wieder richtig losgeht, sollte es vielleicht wirklich mal aggressiv in Angriff nehmen. Wir haben das schon mal lange geplant gehabt. Nee, ich bin auch der Meinung, genau. Also wir bräuchten halt vielleicht einfach WLAN so in der Stadt oder so und ein Laptop. Mittlerweile kannst du halt mit Facebook Livestreamen, kannst du auch mit einem normalen... Ja, aber halt, dass wir es auch... Aber wenn die Mods immer den Low-Level, High-Level nicht reinmachen, glaube ich auch, dass Juno nicht mehr länger als ein Jahr lebt. Weil die inkompetenten Mods sind auch mal so langsam mit dem Low-Level. Ein Stream von Gaming, Gaming-Stream. Keine Spiel-CS oder so. Ja. Wird Dion, vielleicht demnächst irgendwo hochgeladen. Dion Random, Ask Daniel, wenn du, noch, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Hashtag benutzen dürftest, komm, welches wäre es? Hashtag zu schwere Frage. Ich habe schon seit einem halben Jahr nichts für Palermo gesagt. Das ist gemein, dass er mich immer noch damit aufzieht. Ja, was hast du denn damit angefangen? Oh, ja. Passende Frage direkt zu dir. Von Rooney King XL. Wie zieht ein Eurythmist um? Das ist ein Witz übrigens, habe ich jetzt erst gehört. Achso, warte. Wie zieht er um? Also ich verstehe halt nicht. Achso, ein Eurythmist wieder umzieht. Ja. Verstehe ich den anderen, aber genau. Verstehst du den anderen? Pass auf, gleich kommt die Pointe. Kommt die? Heben, jetzt. Tragen, stellen. Verstehe ich nicht. Okay. Können wir bitte auf Höflichkeit alle lachen? Ja. Den hast du gewissen. Ich will den Bezug zu eurem Weg erfassen. Heben, tragen, stellen. Weißt du, weil wir sehen, ja, das ganze du hast dir gut überlegt. Jetzt kriegt euch mal wieder ein. Nächste Frage. Anna, Pat Reforce fragt, was haltet ihr vom Konsum von Cannabis, solange es nicht zur Regelmäßigkeit wird? Du bist so dringend, Bruder. Brauchst du eine Windel? Also, bei mir ist es so, wenn ich so lache, pinkel ich mir ein. Bei ihr ist es so, wenn sie pinkeln muss, lacht sie. Was? Ja, genau. Er fragt außerdem, seid ihr von Pokémon Go gehypt? Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Das war das? Keine Ahnung. Ah, doch, das war die Pokémon. Du läufst irgendwie rum und. Warte. War das nicht VR irgendwie? Ja, irgendwie, du mit deiner Kamera und dann siehst du irgendwo Pokémons und kannst die dann fangen und zähmen. Er schreibt tatsächlich halt auch weiter. Und glaubt ihr, dass es so wie im Video zu sehen umsetzbar ist oder nicht nur ein 0815 Smartphone geschüsselt wird? 0815 ist ein Smartphone geschüsselt. Ist es schon raus jetzt? Ja, wahrscheinlich. Nee. Nicht? Ja. Gucken wir mal kurz auf Metakritik und dann können wir unsere Meinung bilden. Ja. Genau. Warum ist der Rodes nicht mehr auf Twitter aktiv? Ich bin jetzt wieder ich bin auf Twitter aktiv und ich habe getwittert, warum ich so lange nicht mehr aktiv bin. Pitt fragt außerdem, wann... Ach, das ist der Kollege. Wann seid ihr jetzt endlich offiziell bei den Rocket Beans? Ich will doch mal den Boner meines Lebens bekommen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Wird sich ergeben. Also wie gesagt, man konnte sich ja hier offiziell bewerben für die Bonjour-Sendung und so, habe ich was hingeschickt, aber gerade jetzt ist halt Bonjour in der Pause und mal schauen, wie das wird. Aber sobald es soweit ist, schickt eure besten Boner eures Lebens ein und dann wird ein Wettbewerb gestartet und der beste Boner kriegt den Preis. Jetzt habe ich mal eine Sekunde dazu gehört. Dazu kommt halt leider, soweit ich weiß, durch David, dass die unbedingt nicht ein Fan waren von dem Gamescom 2013 Video. Ja, ich muss ja nicht sagen, dass ihr das seid. Also, das waren wir nicht. Vielleicht kann man sich ja verkleiden oder so. Des Weiteren fragt Robsi XXL noch, wo kann man hier gleich noch was fragen? Ja gut, hast du schon gemacht? Es stinkt etwas im Badezimmer, aber ich habe jetzt gekackt. Also ich muss ja eh nicht aufs Klo, ne? Nee, müsst ihr alle nicht. Also es ist eigentlich ganz gut, dass ich jetzt doch keine Windel um hatte, weil das war echt ein harter Brocken. Ich hätte mich nicht angefasst. Dark Scooby fragt, aber warum... Aber schön ist er raus. Ja. Ich muss wieder fokussieren, ganz kurz die Gedanken. Palermo, einmal eine Kugel bilden und in den Räumen reifen. Dark Scooby fragt, warum seid ihr so inaktiv geworden? Da würde ich jetzt direkt mal sagen, da verweisen wir auf ein anderes Video, wo wir vielleicht da nochmal ausführlicher drüber reden und jetzt nicht irgendwie das hier groß zum Thema machen, wenn das in Ausführlichkeit alles geklärt wurde. So. Läuft bei dir? wir sagen einfach mal, es war kalt. Die Len-News sagen, was hältst du von der jetzigen YouTube-Lage? Kalle? Wie war die vor einem Jahr nochmal? Nee, das ist vor einer Stunde gefragt. Echt jetzt? Ja. Ja,
David hat da letztes cooles Video dazu gemacht, oder? David Hein. Der hat gute Sachen gesagt, Behind. Ich fand auch die Sicht von Aaron Troschke da eigentlich auch ganz... Obwohl ich sagen muss, klar, der hat das irgendwie angesprochen, von wegen, ja, den Content gibt's in meinem Mann. Finde ich ihn noch nicht. es ist halt so. Aber Leute, so suchen dieses, halt nicht danach. Dieses krasse von wegen YouTube stirbt aus und oder YouTube, ja, YouTube verkauft. Ist ein bisschen übertrieben also, finde ich. Ist es halt gibt halt auch echt überall große Kanäle, die super. Die also, ich weiß nicht, Vsauce zum Beispiel ist einer der größten Kanäle von allen so. Der das ist halt gerade so, so Hashtag YouTube Deutschland, was so ein bisschen halt sich auf ein Ding fokussiert. Das liegt klar auch irgendwie an der deutschen Community und so an dem großen deutschen. Also an dem Mainstream, keine Ahnung, der guckt halt sowas wie, keine Ahnung, Le Floyd. Seine Persönlichkeitentausch hat nicht so wunderbar gepasst. Ja. Und selbst das ist so bei Le Floyd dabei, also ich meine, das ist ja auch kein Ding. Also ich meine, der macht ja auch an sich, bringt er halt auf, klar, so eine jugendliche, flippige Art, aber irgendwie ja gute Sache rüber so. Also ich meine, was der erzählt und so, das ist halt, der hat zwar in seinem Thumbnail, jetzt geht er halt zwar auch dem Mainstream mit, aber immerhin verbreitet er nicht irgendwelche dummen Meinungen, wie Dena zum Beispiel, der halt irgendwie irgendeine Scheiße erzählt. Wobei ich da vielleicht einhaken möchte, AfD, schön und gut, ne, ist vielleicht nicht so unbedingt die beste Alternative für Deutschland, auch wenn sie das im Namen tragen, ist jetzt vielleicht auch nur eine Meinung, aber er hat halt zum Beispiel, weil du wohl gerade von Le Floyd geredet hast, er hat halt so ein hundertprozentig, alle die AfD wählen sind Behinderte, ja, gut, Hinterwäldler und so, und das ist halt eigentlich, bei so einem Publikum finde ich das auch nicht geil. Das ist halt keine differenzierte Meinung und ich finde auch nicht, dass das der richtige Weg aber ist. Aber hat er nicht auch in einem Video gesagt, von wegen, das ist nur eine Meinung und ihr solltet jetzt nicht nur an meinem Video irgendwie. Ja, das sagt er dann am Ende, aber er ist ja, weißt du, er ist ja schon ein Star für die. Das sagt aber wahrscheinlich jeder nach seinem Video, oder? Ja, also ich meine, ist richtig, aber das ändert ja nichts dran. Es ist halt ultra, es war halt nicht irgendwie 50-50 so, sondern. AfD-Wähler sind alle dumm, ihr seid schlecht, wenn ihr das macht. Und ich fand die Ansätze gut, dass er irgendwie das Wahlprogramm mit einbezieht, aber ja, das war immer noch nicht genug, fand ich. Weil er ist halt, klar, der so ein paar, also das waren halt so, auch so Schlagworte so. Aber man hätte da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen können und in so einem, er bedient halt immer noch die Aufmerksamkeitsspanne von seiner Community, das heißt 7-Minuten-Video, er sollte, also weiß nicht, passt halt auf sein Channel dann auch keine 30 Minuten so, auch wenn es halt, es würde halt einfach danach verlangen, warum nicht? YouTube ist halt eine offene Plattform, warum nicht mal ein 20-Minuten-Video machen, wo wir es wirklich mal in die Tiefe gehen? Das würde ich auch halt sagen, weil die Sache. Es läuft zwar nicht besser, aber ich meine, gerade so eine Person wie er hat halt den Luxus, einfach mal das zu machen, weil der hat halt eine volle Fanbase, so, die gucken sich auch ein stundenlanges Video von ihm an, wenn es auf einem Zweitkanal ist oder so, keine Ahnung, aber halt einfach mal wirklich... Vielleicht auch mit einem Vertreter der AfD oder so wirklich ins Gespräch treten. Also ich will ja auch nicht irgendwie das gut reden oder so, aber einfach dieses Bashing in eine Richtung finde ich halt immer nicht so klug. Naja. Warum ist Recht ungleich Gerechtigkeit, fragt Alter. Er hat richtig tiefe philosophische Fragen, Fish in the Dark. Was ist Liebe, wann ist der Mensch gut, was ist Wahrheit, ist Moral angeboren, Alter. Was sind das jetzt so viele Fragen auf einmal? Ja, also... Also eine Frage pro Dings und zweitens, schick uns eine SD-Karte, wenn du die Fragen beantwortet haben willst. Wie werden die Fragen nochmal? Sorry. Dann geh doch durch und Kalle antwortet immer mit einem Wort. Okay. Kalle, warum ist Recht ungleich Gerechtigkeit? Warum ist Recht ungleich Gerechtigkeit? Ja. Ein Wort. Gegensätze. Gegensätze. Das sind Gegensätze deshalb. Oh. Kuchen. Was ist Liebe? Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte. Wann ist der Mensch gut out? Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf das Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart verweisen. Da kann man sich ja sehr, sehr gut. Also, Liebe ist sehr, sehr gut. Das Wort Liebe und Gott nochmal überlegen. Beziehungsweise lass dich davon jetzt nicht ab. Da geht es eigentlich um was völlig anderes. Das ist nur so am Rande erwähnt. Darf ich deine Seitschrank öffnen? Übrigens, wenn du da rein willst, was du zurück hast, ich würde ganz klar sagen, bei was ist Liebe? Individuell. Das darf jeder für sich entscheiden. Und ab wann ein Mensch gut ist, das darf man oder muss man ja auch für sich entscheiden, ob man denkt, man ist gut oder nicht. Eben, man setzt sich seine eigenen Ziele. Da greift auch ein bisschen wieder der Satz, der gerne in unserem Zusammenhang gesagt wird, die eigene Freiheit geht so weit, bis die andere anfängt. Und wenn man da nicht reingeht, ist man eigentlich Moral, relativ im guten Bereich. Moral ist nicht angeboren. Was ist nicht angeboren? Moral? Moral ist nicht angeboren, ist halt schon eher Quatsch, würde ich auch sagen. Nicht zu ernst angeborene Moral. Aber das ist eh zu viel. Lass mal ruhig.
Wann ist der Mensch gut, würde ich vielleicht dazu sagen, dass, also weiß nicht, er muss nicht unbedingt was Gutes tun, um gut zu sein. Also ich weiß nicht, jemand, der neutral, jemand, der nicht böse ist, ist halt für mich schon gut. Man muss nicht irgendwie... Die Frage ist, ich glaube, es kommt auf die Absicht drauf. Die Frage ist, genau, ja, also ich würde halt sagen, wenn man wirklich ein richtig, ja, so ein vorzeigeguter Mensch ist, dann ist man uneigennützig. Würde ich halt. Ich glaube, es gibt gar nicht den Vorzeigeguten. Ja, nee, ist ja klar. Es gibt es ja auch nicht. Aber wenn man die Frage halt. Aber viele Menschen würden es halt glauben, wahrscheinlich, also ich dass sag es mal, einen vorzeigeguten Menschen gibt. Ich meine, Leute sagen ja auch, dass andere Menschen gute Menschen sind. Muss es halt auch. Richtig. Ja, aber ich denke halt eben, dass. Das gibt es nicht. Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt was Gutes tue und es geht aber schief oder so, bin ich ja nicht deswegen ein schlechter Mensch. Weißt du wie? Genau. Aber ich kann ja auch sagen, oh, weiß ich nicht, ich tue dir jetzt irgendwas Gutes, so. Aber hab vielleicht irgendwas ganz anderes im Hinterkopf. Das ist das dann trotzdem, bin ich dann trotzdem ein guter Mensch, weil ich das gut eben nicht. Deswegen denke ich, dass der Gedanke zählt. Also ob ich jetzt. Das Ding ist halt, ich bin der Meinung, dass es sowas wie richtige Selbstlosigkeit oder so eigentlich gar nicht gibt, weil selbst wenn du irgendjemanden liebst oder so und dem deswegen Blumen schenkst, machst du es in gewisser Weise schon wegen der Eigennützigkeit, weil du dann Freude daran hast, dass also klar, ist ja für niemanden schlecht. Du freust dich aber, dass die Person, die du beschenkst, sich freut. Das ist ja dann. Weißt du hast ja trotzdem einen Vorteil davon. Aber meistens machst du es natürlich nicht mit böser Absicht, aber schon irgendwie egoistisch. Aber wenn man Dinge für eine Person macht, weil man weiß, dass sich die Person drüber freut und man sich nicht unbedingt selber drüber freut, greift das dann trotzdem? Ja, aber man freut sich ja, also du würdest es ja nicht machen, wenn du dich nicht daran erfreuen würdest, dass die Person sich daran erfreut, weißt du? Aber selbst würde ich es nicht immer mit irgendeinem Hintergrund. Also gut. Aber selbst ist es dann zu sein, dass man halt nicht... Ja, selbstlos ist in dem Sinne zu sein, dass man dann nicht verlangt, dass man dann halt nicht abwägt, wie viel habe ich gegeben und wie viel habe ich von ihm bekommen. Ja, also dass man nicht sagt, wenn ich für jemanden jetzt irgendwas, wenn ich dir jetzt was schenke, wie viel hast du mir schon geschenkt oder warum kommt von dir kein Geschenk zu? Ja. Deswegen, ich bin auch überhaupt nicht so ein Geburtstagsverfechter von wegen, okay, oh fuck, es ist Geburtstag, ich muss der Person jetzt was schenken. So. Weil irgendwie, wenn ich habe ich übrigens auch von niemandem was geschenkt bekommen, außer von den Menschen, die mich wirklich lieben. Ja, genau, aber wenn ich jetzt halt lieber, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie was sehe... Wir blenden dann mal ein Bild ein von dem Geschenk, was ich gemacht habe, mit Peti zusammen. British. Ja. Also, hat auch mitgeholfen. Wir haben übrigens noch eine Minute. Was? Tut mir leid, wir schließen mit der Frage der Berlin Trends ab. Was ist für die Zukunft geplant? Lasst euch überraschen. Habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, dass ich ungern das so sage, weil, ey, wir haben geplant, auf den Mond zu fliegen und dann klappt es nicht. Dann habe ich aber gesagt, dass wir schon auf dem Mond was machen. Sind alle enttäuscht. Das ist halt dumm. Ankündigungslord. So. Wird es Features geben mit anderen YouTubern? Drachenlord. Wer weiß, ob die Fragen noch ins Video kommen? Ja. Dann ist jetzt alle Fragen. Das wäre der Kommentar durch. Da ist noch, was haltet ihr davon, dass ich glaube, ihr seid alle kastriert, aber... Das halten wir nicht. Sind wir nicht. Also halten wir nicht. Wir tragen wir nicht davon. Ich habe noch einen Kommentar unter dem letzten Video mir rausgesucht, aber das können wir auch im nächsten Feedback machen, weil der nicht unter diesem Video war, sondern unter dem vorletzten, den habe ich auch noch gefunden und ja. Inkontinenz, ja. Kastration, nein. Das war ja mal wieder eine sehr entspannte und doch auch tiefgehende, informative Runde. Ich hoffe, ihr konntet das appreciaten, weil die letzte Runde war ja sehr chaotisch. Wo kommt der englische Teil?